Einen wunderschönen guten Abend, Mittag, Mahlzeit, Moin. Je nachdem, wie spät es bei euch ist. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Und heute möchte ich wieder in die Kerbe des Zwei-Kollektivs reingehen. Wir schauen uns das neue Video der Spaceys an mit dem Titel Wie sich Zwei-Kollektiv blamiert. Ich habe Fragen. Aber ich glaube, die werden jetzt geklärt und von daher würde ich sagen einfach, let's go, rein da und mal schauen, lassen wir uns positiv oder negativ überraschen. Bei Collective Videos fallen immer wieder auf durch Intense Dislike Ratios. Ja, wir können das noch sehen. Und sie haben mal wieder etwas veröffentlicht, was nicht einfach nur schlecht ist, sondern eher so Richtung What the hell is even that? Darüber reden wir. Und was wir vermuten, was wahrscheinlich das Problem mit Why Collective ist. Das aktuelle Ding ist eine Rabiat-Folge. Das heißt, sie lief im ARD und ist deshalb nicht auf dem Why Collective YouTube-Kanal zu finden, obwohl manchmal die Rabiat-Folgen da auch kommen und manchmal nicht. Keine Ahnung. Bekenntnisse eines Haters. Und ja. Das haben wir uns live angeschaut dazu. Da gab es was von Just Nero, was wir uns angeschaut haben. War sehr, sehr, sehr interessant. Manche werden sich jetzt zurecht denken. Oh Gott, bitte nicht schon wieder diese Erinnerung. Oh Gott. Der Beitrag wurde bereits in einem 40-Minuten-Video auseinandergenommen. Deshalb wir es einfach mal kurz zusammenfassen. Also einerseits ist die Doku einfach schlecht gemacht. Es ist halt das typische Schwarz-Weiß. Zum Beispiel werden die Opfer der Hater als komplett unschuldig dargestellt, obwohl das in diesem Fall nicht stimmt und im Kontext, je nachdem auch wichtig ist. Zum Beispiel berichten sie darüber, dass Rezo ja irgendwie Hate auf die gelenkt hat. Aber Rezo hat einfach nur auf ein Video reagiert, wo die eine Person, die halt im öffentlichen Leben steht, völlig zu Recht kritisiert wird. Aber Rezo ist der Anführer des Ganzen. Jetzt haben wir es endlich aufgedeckt. Endlich wissen wir es. Er ist schuld. Jedenfalls, wenn es um Riot Collective geht. Rezo hat vergessen, Kritik äußern. Das dürfen nur Reporter. Und da wird halt alles so gepresst und gedrückt, dass es halt ins Narrativ passt. Böse Hater, arme Opfer und schuld sind Minecraft-Griefing-Videos. Okay. Aber das eher Schlimmere ist, dass sie Sachen in die Doku eingebaut haben, die man halt nicht einbauen sollte. Wie zum Beispiel eine Anleitung, wie man Straftaten verüben kann, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. Oder es werden verschiedene Adressen und Locations gefilmt oder erwähnt, was man allgemein als Doxing bezeichnen würde. Wenn es natürlich nicht Reporter gemacht haben, weil bei denen ist es was anderes. Die dürfen das. Oder es werden Videos und Dinge gezeigt, die für die Opfer schlecht sind, dass sie gezeigt werden. Wirklich so, die Hater mobben die Opfer mit diesen Videos. Jetzt zeigen wir dieses Video. Ah, ich habe aber vergessen, das sind ja Reporter. Wenn die Hater-Videos zeigen, dann ist das ja was anderes. Aber die Krönung, sie fahren zu einer der Opfer hin und belästigen ihn. Hey, der Typ wird im Internet gemobbt. Wie wäre es, wenn wir einfach zu ihm hinfahren, ihn einfach filmen und ihn versuchen zum Interview zu zwingen, obwohl er offensichtlich keinen Bock darauf hat? Erst recht, wir zeigen auch die Gegend komplett. Wir hatten zwar keine Straßennamen, aber es ist ein Obdachlosenheim und das ist die Gegend. Mit ein paar Googlern, ein paar Mal bedienen der Google-Suchmaschine, kriegst du den Scheiß raus. Das ist so, die überschreiten einfach Grenzen da drinnen. Und das ist nicht nachgedacht, in keinster Weise. Das ist so, und dann stehen sie vor ihm und er sagt, er will das nicht. Und die gehen nicht, anstatt sie einfach sagen, okay, ich mache jetzt die Kamera aus, drehe mich um, gehe. Nee, bleiben sie da und filmen weiter. Unmöglich. Wir sind der Reporter. Wir dürfen das. Und dann ist da ja noch Vincent, der gute Kindheitsfreund vom Reporter, der das Haten hinter sich gelassen hat, um jetzt aufzuklären. Außer, dass er ziemlich deutlich zeigt, dass er immer noch Spaß am Haten hat und auch die ganzen Hatergruppen nicht verlassen hat, weil er Angst hat, was zu verpassen. Ziemlich komisch ist für jemanden, der das hinter sich gelassen hat. Und laut Infos von Just Nero immer noch ein aktiver Hater ist und eventuell ein bisschen rechtsextrem. Und es wirkt ein bisschen so, als hätte er das Ganze gefickt eingeschädelt, um das krasseste Hater-Video aller Zeiten zu drehen, indem er seinen alten Kindheitsfreund, der jetzt bei Y Collective arbeitet, ausnutzt, um ein Hater-Video im ARD zu veröffentlichen. Also, so wirkt es nur, aber sind der Reporter. Die dürfen das. Laut Ingame hat die Redaktion auf die Vorwürfe reagiert. Und zwar mit, nein, das ist alles gut, das ist kein Doxing, weil sie zeigen ja nicht den Weg dahin. Wir leben ja nicht im Jahre 2022, wo Influencer gedoxt wurden, weil sie aus Versehen ein offenes Fenster irgendwo im Hintergrund gefilmt haben und Leute sich die Mühe gemacht haben, darüber rauszufinden, wo sie exakt wohnen. Aber das sind halt Reporter. Da ist es okay, dass sie absolut keine Ahnung von Hatern im Internet haben, wenn sie eine Doku drehen. Über. Und das ist so schrecklich. Du musst halt wirklich ganz genau aufpassen, so, was zeigst du, was erzählst du über deine Gegend und Co., weil es halt einfach immer wieder Leute gibt, die ihre Grenzen überschreiten und das aus Spaß. Das ist halt unmöglich. Und dann halt als Reporter diesen Schritt zu gehen und darüber halt nett nachzudenken, da geht mir der Hut, du. Das ist so,
über Hater im Internet. Das Absurde an der ganzen Sache ist, es ist nicht das erste Mal, dass Spike Collective sowas macht. Es ist auch nicht das zweite Mal, es ist das fucking dritte Mal. 2016 hat der Chef von Spike Collective eine Doku über Drachenlord gemacht. Da erwähnt er halt dann zum Beispiel den Namen vom Dorf, versucht dann nicht die genaue Adresse zu filmen, ist aber in einem Dorf, wo 40 Menschen wohnen, relativ irrelevant, wenn du ja dann trotzdem vor dem Haus filmst. Er belästigt dann den Drachenlord, versucht ihn zum Interview zu bringen, bei seinem Haus, bei ihm zu Hause, unangekündigt, und schneidet rein, wie er weggeschickt wird und angekackt wird. Er versteht aber, dass er nicht interviewt werden will. Sie möchten das Thema nicht weiter befeuern, was ich durchaus nachvollziehen kann. Aber versucht es trotzdem und schneidet alles mit rein. Außerdem schneiden sie auch mit rein, wie sie mehrfach darauf angesprochen werden, dass sie bitte nicht diese Doku drehen sollen, weil das alles für den Drachen, für die Bewohner dort, schlimmer macht. Ja, Bingo, ich habe mein White Collective Bingo voll, geil. Erratet mal, was danach wieder schlimmer wurde. Bingo. Ich möchte auch so ein Bingo haben. Bekommen wir das? Also jetzt nicht unbedingt für, bekommen wir das für einen Stream, so ein kleines Bingo, das wäre schön. Oh. Das Ganze wurde damals schon viel kritisiert und der Chef hat sich das auch sehr zu Herzen genommen. Also nicht die Kritik, sondern die Klicks, weil die waren geil. Und da war ihm klar, I'll fucking do it again. 2018 gab es dann halt die weitere Hater-Doku, diesmal halt fürs Rabiat. Da ging es nicht nur um den Drachenlord, aber auch halt. Da beschweren sie sich dann über Hater, die halt zum Grab des Vaters gehen, um da irgendwas zu filmen. Und dann gehen sie selber zum Grab des Vaters, um da zu filmen. Schon ein bisschen respektlos, also wirklich unschön respektlos. Dann werden auch so ein paar Interviews mit Hatern direkt vor dem Haus gedreht. Und das Ganze hat natürlich wieder dazu geführt, dass die ganze Situation schlimmer wurde. Hätte er sich denken können. Aber bei ihm ist es ja okay. Er ist ein Reporter. Außerdem hat der Chef noch versucht, Herr Newstime abzumahnen, weil der ein Interview mit Drachenlord geführt hat, wo Drachenlord erwähnt, dass er das Ganze nicht wollte und deshalb für ihn absolut scheiße war. Herr Newstime, wie kannst du nur? Wie kannst du nur ein Interview führen? Du bist doch kein Reporter. Du musst doch die Aussagen live gegenchecken. Am besten instant mit Magie. Ich meine, am Ende lässt du noch einen echten Reporter schlecht dastehen. Ich meine, was kann... Der Beruf, die Berufsbezeichnung Reporter ist aber kein... Ist das ein... Das ist kein Ausbildungsberuf, oder? Ich weiß es nicht. Wisst ihr das zufällig? Ist das ein Ausbildungsberuf? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß es nicht. Da kommt schon Nob. Ich glaube nicht, oder? Kann man dazu sagen, außer... Ich habe keine Ahnung, wieso etwas produziert werden konnte, dann auch noch durchgewunken werden konnte und warum der Scheiß immer noch online ist. Und das Ganze dreimal. Und mehrere Jahre später, nach Tweet zu folgen, hat der Chef auch immer noch nicht eingesehen, dass er da einfach wirklich Mist gebaut hat. Dass es nicht klar geht. Bro, do you even Ethik? Ansonsten ist Spike Collective in letzter Zeit eher durch eine andere Doku aufgefallen. Die Alkohol-Doku. Absoluter Peak-Moment an Da haben wir uns, nicht hier auf YouTube, aber live im Stream. Also es lohnt sich immer, wenn ihr auch in Stream reinschaut, weil hier nur die Hälfte kommt. Kurze Werbung. Da haben wir uns das React der Reporterin auf ihre Doku angeschaut. Das war anders wild. So. Girl, du hast ein Problem. Spy Collective Dokus. Ist 30 Tage kein Alkohol trinken Journalismus? Nein, Caro, das ist kein Journalismus. Also zusammenfassend ist diese Doku einfach nur traurig. In diesem Film geht es nicht um Alkoholiker, sondern um Menschen wie mich. Es fällt ihr unglaublich schwer, nichts zu trinken. Dadurch ist sie gestresst. Sie hat irgendwie keinen Spaß mehr mit ihren Freunden und den Dingen, die sie normalerweise abends so tut. Und sie rechtfertigt permanent, dass sie keine Alkoholikerin ist und viermal die Woche Alkohol trinken doch normal sei. Sie wird ja im Endeffekt dafür bezahlt, 30 Tage kein Alkohol zu trinken. Es klingt für mich nicht wirklich nach einer Challenge. Wenn man schon eine Person hat, die ganz normal viermal die Woche trinkt und das nicht zu knapp, hätte man doch auch ein bisschen mehr aus der Reportage rausholen können, oder? Also das Ding ist halt, sie hatte halt jeden Tag einen Kater danach. Ich trinke viermal die Woche Alkohol, hab danach einen Kater und rechtfertige mich, beziehungsweise wenn die 30 Tage durch sind, dann saufe ich direkt weiter, weil es ja gerade so schön ist, aber ich könnte jederzeit aufhören. Girl, you have a problem. Und das bin nicht ich. Ja, zum Beispiel Bluttests machen, vorher und nachher, das Vergleich, sportliche und kognitive Tests im Lieblings-Battle Royale droppen lassen und gucken, ob sich die KD verbessert hat. Aber so ist es eigentlich nur ein ziemlich trauriges Follow-me-around von einer Person, die sich nicht eingestehen will, dass sie ein Problem hat. Aber hey, immerhin haben sie diese Doku runtergenommen, um eine verbesserte Version wieder hochzuladen. Nur ist die verbesserte Version ein fucking Scherz. Sie setzt sich damit, nennen wir es einen Experten, hin und schaut sich die Doku gemeinsam mit ihm nochmal an. Reaction Time! Und was dann passiert ist, dass sie beide zusammen rechtfertigen. Also ein schöner
schöner Rechtfertigung Circle Jerk. Also dieser Re-Upload macht nichts wirklich besser. Sie zeigen immer noch keine Einsicht und so eine Reaction wirkt jetzt auch nicht so, als hätten sie sich wirklich Mühe gegeben. Alkoholismus ist ein ziemlich ernstes Thema. Ja. Und vor allen Dingen ist das Ganze kein Ja-Nein. Na, ich trinke in der Woche nur 39 Bier. Alkoholismus fängt ab 40 die Woche an. Aber erst recht, es gibt ja auch die komplett verschiedensten halt. Also es gibt Quartalstrinker, es gibt die, die es täglich brauchen, es gibt die, die, wo es halt jeden Tag in Anführungszeichen halt eine kleinere Menge ist oder sonstiges. Das ist, du kannst es halt nicht alles über einen Kamm scheren, das funktioniert nicht. Wenn du aber halt ohne wirklichen Problem, also das, schaut's euch an. Schaut euch einfach die Doku an. Das kann ich nicht sagen. Das ist, war schwierig. Zugegebenermaßen sollten wir zu diesem Thema nicht unbedingt so weit unser Maul aufreißen. Ich bin seit über 30 Tagen trocken. Ja. Toll. Kriege ich jetzt mehr Geld? Bin ich jetzt ein Journalist? Nein. Kann mir jemand loben? Aber Y Collective macht ja auch gute Dokus. Und schlechte. Und dann wieder gute. Und dann wieder eine schlechte. Vielleicht auch zwei schlechte. Dann wieder eine gute. Das ist wie so eine Qualitätssinuskurve. Aber warum ist das eigentlich so? Was bei Void Collective sehr auffällig ist, es ist jedes Mal ein anderer Reporter. Die haben irgendwie tausende von Reportern. Ja. Und die drehen dann diese Filme. Googelt mal ein paar, findet man schnell raus, dass es halt freie Reporter sind, die für alles Mögliche arbeiten. Und das ist ja prinzipiell jetzt auch nichts Schlimmes. Das ist wahrscheinlich üblich so. Ich meine, wer will schon Leute fest einstellen? Was zum Fick, Alter? Können sich ihre Krankenkassen völlig selber bezahlen. Fucking Gratis-Mentalität. Für Sendefähig GmbH, die Firma hinter Void Collective, ist das natürlich lukrativ. Die haben halt dieses Kontingent an Rabiat und Void Collective-Filmen, wofür sie bezahlt werden. Das outsourcen sie dann halt an die Reporter, die dann halt diese Filme drehen und die haben halt die Möglichkeit halt sich die Themen selber auszusuchen, was dann dazu führt, dass die so unterschiedlich sind. Der eine möchte dann irgendwie vermisste Kinder in Paraguay aufspüren oder irgendwelche Kannibalen interviewen oder irgendeinen anderen krassen Shit. Und die andere denkt sich, Zyklus, Periode, ist doch ein interessantes Thema. Ja, durchaus, nur outsourced sie ihre Arbeit auch. Sie besucht dann so eine Workshops, die so ein bisschen esoterisch drauf sind. Da werden dann halt die Wochen im Zyklus wie Jahreszeiten verglichen und das erinnert alles sehr an Horoskope. Von wegen, in dieser Woche bist du so drauf und fühlst dich so. Und sie besucht eine Ich weiß, wie ich mich da die Woche die davor fühle. Ich bin da nichts, ich bin da niemand, ich bin nichts wert. Und ich heule wegen jedem Scheiß. Ich habe mir vielleicht gestern nochmal 2012 angeschaut und dabei geweint. So etwas. Ja, das ist immer schwierig. Aber ich würde es nicht nach Jahreszeiten irgendwie steuern können. Nein. Ich weiß einfach nur, die Woche ist scheiße. Frau, die Firmen berät, wie man zyklusgerecht arbeiten kann. Es geht in die Richtung, dass du mit deinem Chef deinen Zyklus teilst, damit er dir je nach Woche, in der du bist, gerechte Arbeit geben kann. Okay, lieber Chat, ich bin jetzt gerade in der Woche. Es ist gerade alles sehr schwierig, es ist gerade alles sehr schlimm. Ich fühle mich wirklich wertlos. Würdet ihr bitte darauf achten, mich nicht zum Weinen zu bringen? Nicht durch was Positives, nicht durch was Negatives. Einfach ganz normal und smooth durch diese Woche gehen und vielleicht ab und zu sagen, Anna, du siehst hübsch aus, das wäre ganz toll. Und YouTube, bitte macht das auch in den Kommentaren. Danke. Da glaube ich, ist es sinnvoll, den Zyklus mit zu integrieren. Nicht ihn auszuschlachten, sondern ihn jetzt das anzunehmen, was er ist. Eine kleine Superpower. Okay, das könnte man jetzt so ein bisschen kritisch auseinandernehmen, vor allen Dingen halt, was die Wissenschaft dazu sagt. So, aber das müsste man sich ja einlesen und das erarbeiten. Das, ja. Darf ich mal ganz kurz sagen, dass der Twitch-Chat einfach gerade Bombe ist? Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Nee, aber wie wär's, wenn ich einfach so ein Skype-Interview mit so einer Frauenärztin mache? Die sagt ein bisschen was Gutes dazu, ist ein bisschen kritisch, passt um, zusammengeschnitten, auf Stimme rüber, bam. Video fertig, Auftrag erfüllt, kann abcashen, White Collective krotzt da nochmal rüber, ballert's raus, hallo happy. Außer die Leute, die Doku gesehen haben und sich so ein bisschen dachten, yo, ist jetzt nicht so gut, ne? Oder ein Typ dachte sich, yo, ich mach einfach mal so einen Roadtrip durch Thüringen und lass mich dafür bezahlen. Thüringen. Ja, und zwar ist er die Bundesstraße 88 lang gefahren und hat Nazi-Spawn-Points besucht. Irgend so ein Gedenkmal, wo ab und zu irgendwie Nazis mit Fackeln stehen. Dann hat er ein Graffiti gesucht, was er nicht gefunden hat. Und dann hat er das braune Haus besucht. Hat er geklingelt und dann wurde er nicht reingelassen. Ist er wieder gegangen. Und dann geht er zwischendurch zu irgendwelchen random Passanten und fragt die so, yo, einmal im Jahr sind hier 60 Nazis mit Fackeln. Warum machen sie denn nichts dagegen? Die Doku können wir uns gerne danach anschauen. Sieht das etwa gut? Ja! Und dann ist er voll entsetzt, dass irgendwie diese random Passanten nicht zufällig die Anführer der Antifa sind. Und es ist halt voll so emotional, dass niemand was macht. Ich finde das beschämend. Das ist tatsächlich eine richtig große Scheiße. Sagt dann aber auch nicht, was man machen könnte. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich gegen 60 Nazis mit Fackeln machen könnte. Prügeln! Ja! Und er geht auch nicht zu irgendwelchen Organisationen hin, die sich engagieren, die durchaus in Thüringen existieren. Toll. Auch richtig gut ist die Streamer-Doku. Da dachte sich Caro, yo, Streaming. Das war so schlimm, das war so schlimm, das war so schlimm.
Das ist... Sie heißt mittlerweile anders. Da war sie noch Fräulein Freitag. Ich weiß gerade ihren neuen Namen nicht. Und sie haben... Sie sind hingegangen mit diesem festen Ziel. Was und wie Streamer sind es? Unmöglich, wirklich. Flea Flynn, oh Gott, ich kann es nicht aussprechen, aber Vibesbild, dankeschön. Da unten, die Nachricht von Vibesbild ist ihr Name, dankeschön. Das geht ja voll durch die Decke. Das interessiert ja bestimmt unsere Zielgruppe. Also mache ich etwas, was bestimmt unsere Zielgruppe feiern wird. Nur war sie ein bisschen voreingenommen. Warum hockt man tagelang vorm PC und spielt? Okay, das würde ich mir jetzt wahrscheinlich so nicht angucken. Die Themen. Das wäre jetzt lustig, wenn sie bei mir vorbeikommen würde. Wir sind heute in Tag 121 des Ifraltons, so eine Art Sabaton, hier auf YouTube. Die meisten kennen mich von Twitch, aber ich weiß, wir haben auch ein, zwei Leute, die hier only auf YouTube sind. Wir sind seit 121 Tagen Dauerlive. Das heißt, der Rechner bleibt auch nachts an und der Chat spielt Pokémon und Co. Wenn die jetzt vorbeikommen würde, die wäre komplett geschockt über das, was hier gerade passiert. Auch, dass ich euch mitnehme, dass wir halt, wir haben gemeinsam Möbel aufgebaut in der neuen Wohnung und Co. Der Stream wird nur unterbrochen für den Umzug für 4 Tage. Wir machen 4 Tage Pause. Morgen ist der letzte Tag und dann geht es erst Sonntag weiter. Halt schon. Die würde vom Glauben abfallen, sage ich euch. Sind eher belanglos. Aber warum man sich das anguckt, verstehe ich trotzdem nicht so ganz. Das könnte ich euch fragen. Ihr auf YouTube und ihr hier auf Twitch, ihr könnt mir jetzt mal antworten, warum ihr mir hier überhaupt zuschaut. Warum um alles in der Welt guckt sich das hier jemand freiwillig an? Es wirkt am Ende so, als wäre Streaming nur was für absolut unsoziale Menschen und Computerspielsüchtige. Der durchschnittliche Spacebox-Zuschauer. Und dann ist da noch die Polizeidoku, wo der Reporter die Polizei begleitet, wenn die jemanden hochnehmen, der eine ganz böse E-Mail an den einen Politiker geschrieben hat, weshalb sie diesmal tatsächlich handeln und mit 50 Mann anrücken. Und er steht daneben und ist so, Polizei, yay, wuhu, geil, dass ihr was macht, wenn es Politiker betrifft. Ach nee, das, so kritisch ist er jetzt nicht wirklich. Haben wir ein ganzes Video drüber gemacht, sogar ein zweites, was ein bisschen anders ist. Mal gucken. Und mein Liebling ist auch die Feministen-Doku, was einfach alles enthält, was eine gute Funk-Feministen-Doku braucht. Placement für Susie Grimes Onlyfans. Weirde Workshops für Frauen, die gucken sich da gegenseitig ihre Vaginas an. Es geht um Gleichberechtigung. Die zeige ich doch nicht jedem. Wenn die so mein Mäuschen da unten angucken würde. Nee. Sie kriege ich nie mehr ordentlich. Sie sieht sehr begeistert aus, das finde ich schön. Anscheinend findet sie hübsch. Das ist auch toll. Auch jedes Mäuschen von jedem ist einzigartig und ist auf seine Art und Weise wunderhübsch. Aber mein Mäuschen bekommt nicht jeder zu sehen. Es geht um Gleichberechtigung. Also... keine Ahnung. Und dann werden halt Interviews geführt mit verschiedenen Frauen. Und am Anfang wird stolz gesagt, 2 Monate habe ich recherchiert und dann hast du so ein paar Interviews und zusammengeschnitten und man denkt sich so, yo, vielleicht hättest du am Anfang nicht erwähnen sollen, dass du 2 Monate daran gearbeitet hast, weil das ist halt echt nicht gut. Diese merkwürdige Qualitätsschwankung von den Reportagen ist nach so langer Zeit nicht wirklich tragbar. Und sie können sich jetzt auch nicht hinstellen von wegen, oh, wir haben ja hier mal gute Sachen gemacht, weil sie werfen halt ganz vielen Reportern Geld zu und lassen die halt Reportagen machen. Und da sind da auch gute Sachen dabei. Aber sie laden halt auch alles Schlechte hoch. Und es ist ja ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das gefiltert wird oder dass gute Sachen gemacht werden oder so eine gewisse Qualität beibehalten wird. Vibe Collective agiert ja hier als Zwischenmann zwischen den Öffentlich-Rechtlichen und den Reportern. Und genau diesen Job machen sie irgendwie nicht. Aber kassieren wahrscheinlich fett ab. Und wenn halt so die schlimmsten Reportagen vom Chef persönlich kommen, braucht man sich nicht wundern, warum immer wieder so schlechte Reportagen kommen. Und das Ding ist, man kann ja auch gucken, von wem die guten Reportagen kommen und die ja dann irgendwie auch weiter Reportagen machen lassen. Vielleicht wird es ja Zeit für das X-Collective oder das X-X-X-Collective. Ich rede von X-Men. Kein Sex. Und man könnte, um sich zu bessern, auch einfach mal ein paar Dokus offline stellen. Ich meine, generell, sie machen das halt einfach jetzt schon sehr lange und haben halt konsequent schlechte Dokus rausgehauen.
die ja. Klicks, Rick, die Klicks. Ja, die Interaktion, Mann, Rick. Als würde es nur darum gehen, viele Klicks zu generieren und regelmäßig Sachen rauszuhauen, damit man halt regelmäßig Klicks generiert. Wow, dafür zahle ich GEZ. Fuck ah. Yeah, geil. Okay, also um ehrlich zu sein, wir zahlen GEZ, damit sowas wie Wild Collective existieren kann, damit wir Videos darüber machen können, weil dann verdienen wir Geld. Bei euch ist es was anderes. Ja, ihr sollt sauer sein. Ja, ja, ihr seid sauer, bitte. Ja. Für uns ist alles cool. Yay. Und das war unser Video zu Wild Collective. Ihr habt es hier zuerst gehört. Noch nie wurde Wild Collective kritisiert, außer bei uns dieses eine Mal. Und das zweite und dritte Mal auch. Und teilt dieses Video, weil dann das ist Aufklärung. Kommt X-Collective. Das ist jetzt das Ding, wir brauchen X-Collective, Leute. Wir brauchen fucking X-Collective. Mit dem besten X-Man. Und X-Woman. Und X-Non-Binaries oder was auch immer. Das sind, dafür stehen die drei X. Ha. Okay, das war anders wild. Lasst auf jeden Fall Liebe beim Originalvideo. Ich verlinke euch das unten, dass ihr das auch findet. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei wart. Bitte schreibt wirklich in die Kommentare, warum ihr überhaupt zuschaut. Würde mich mal interessieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Bis dahin. Tschüss.